Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking von mir. Es ist zwar nur ein kleines Unpacking, aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit. Vielleicht ist das ja auch interessant für euch. Es ist auf jeden Fall ein kleines Diamond Painting Bild, was ich bei Amazon bestellt habe, wie man sieht. Und das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Und ich dachte, das gefällt mir. Das ist jetzt mal anders eingepackt. Sonst ist das ja immer in so einer Rolle. Und jetzt ist es in der Hälfte anscheinend geknickt. Das Ganze hat eine Größe von 30 x 40 cm. 24 Farben. Und wir schauen mal. Ist auf jeden Fall Saison. Bedingt bei mir eingezogen. Das ist auf jeden Fall, jetzt ist es natürlich in der Mitte ziemlich geknickt, aber wir schauen mal. Ich gucke mal nach der Klebekraft, die ist sehr stark. Der Druck ist auch gut, nur da es ziemlich viele Übergänge von dunkel zu blau hat, könnte ein Lightpad, glaube ich, schon helfen. ich gucke gerade mal, wo habe ich denn jetzt wieder mein Lineal hingelegt? Das vergesse ich doch jedes Mal aufs Neue, ne? Mir das wieder zurecht. Ah, da ist es. Ich habe zwar nur ein kleines, aber ist egal. Ich möchte einfach nur wissen, da es mir so aussieht, als wenn die Leinwand 30x40 ist. Ich schaue mal, wie viel das Bild hat. Ja, 24,5 mal 34,5 würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall das gute Stück. Ich denke mal, man kann es erkennen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Kürbisse mit Laub. Mir hat vor allem das Laub sehr gut gefallen. Und dann halt dieses Dunkle, halt für die Jahreszeit entsprechend. Das hat mir sofort ins Auge gestochen, sozusagen. Schauen wir uns mal die Farben an. Die sind auch anders eingepackt. Sind allerdings keine Zipptütchen, sondern die zum Aufreißen. Fangen wir mit dem Toolkit an. Ist sogar ein etwas spezielleres. Zwei Stifte. Ein breiter, die ich nicht benutze. Ein breiter Mehrfachaufsatz, das normale Schiffchen, ein pinker Squishy, hier ist noch gerade was, ein Korrekturschieber, ein paar Zipptütchen und eine große Platte Wachs. Also schon recht gut als Toolkit. Dann schauen wir uns mal die Farben an. Die Bildernummer steht mit drauf, aber die DMC-Nummer steht nur auf der Legende. Schau mal, was dabei ist. 310 ist dabei mit zwei Tüten. Und 317, 413, 452, 453, ein rotes 686, orange 740, das gelbe 742, dann kommen lila Töne, ein dunkelrot mit 817, dann kommt noch beige und braun und grau. Und weiß mit 38,65. Das ist allerdings wahrscheinlich sehr wenig. Ich schau mal gerade.
Kratzen. Ah, hier. Hier. Das hier ist auch nicht viel. Das hatte ich mir schon gedacht, weil das Bild ist ja schon sehr dunkel gehalten. Aber sonst finde ich die, die Aufbewahrung für die Steine gar nicht schlecht. Die kriegt man auf jeden Fall wieder gut so rein, wie es gekommen ist. Also das finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und knister, knister, knister. Ja, wie gesagt, Klebekraft ist sehr gut. Druck ist auch überwiegend gut. Also kann man auf jeden Fall mit klarkommen. Und ich denke, das Bild macht Spaß zu painten. Gerade auch so, dass die Gesichter, die sich dann so ein bisschen abheben. Und gefällt mir gut. Kann man gut in eine 26er Slotbox packen. Hat ja 24 Farben. Es ist auch keine Farbe dabei, die jetzt übermäßig viel ist, außer jetzt die 310. Allerdings mache ich im Moment ein Bild mit weißem Hintergrund. Da ist mir schwarz fast noch lieber, muss ich sagen. Und die Blätter kommen bestimmt auch gut zur Geltung. Ich finde, für die kleine Größe macht das echt einen guten ersten Eindruck. Was meint ihr dazu? Wäre das auch was für euch, so herbstmäßig was zu painten? Das Ganze hat, meine ich, um die 8 Euro gekostet. Ich verlinke es euch natürlich in der Infobox. Und das musste einfach mit. Das ist auch innerhalb von einem Tag jetzt da gewesen. Und kann ich auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal empfehlen. Und ihr werdet hier erfahren, wann ich es gepaintet habe. Und werde euch da auf jeden Fall davon berichten, wie es war. Ja, ich verlinke es euch, wie gesagt, in der Infobox. Ich schaue mal gerade, ob hier noch eine Firma steht hier nicht bei. Manchmal ist das ja bei Amazon, dass da eine Firma beisteht. In diesem Fall nicht. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unpacking gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über eure Kommentare. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss!